So. Schauen wir mal, was wir hier alles rumliegen haben. Müssen wir euch auch mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Ich würde mal alles, was Lebensmittel und pflanzlich und so weiter ist, hier in der Truhe lassen. Und alles andere, was Erze betrifft und so weiter, würde ich in die andere Truhe verfrachten. Oh. Kommst du bitte wieder her? So. Das heißt, diese ganze Geschichten, die legen wir jetzt mal hier ab. Und hier haben wir eigentlich mehr als genug Werkzeug noch übrig. Nur Fackeln müsste man uns auch noch um welche kümmern. Da bräuchte man später auch noch welche. Genau, also Melone möchte ich mir aufheben. Die kann man dann, kann man glaube ich später, oder kann man jetzt schon auch Samen draus machen. Könnte man dann für später aufheben. So, ne, ich glaube die Fäden lasse ich auch hier. Diese Geschichten nehme ich mit rüber. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Müssen wir nur gucken, dass wir den Rest noch vollends hoch bekommen. Die Karte lasse ich jetzt auch mal weg. Die haben wir nämlich eigentlich schon komplett aufgedeckt. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich werde jetzt auch keine größeren Reisen irgendwie unternehmen. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Sand. Verteilen wir mal den Sand hier noch auf die Öfen. Das reicht ja eigentlich. Da kann man ruhig mehr draus machen. Genau, das passt. Dann haben wir fast zwei Stacks Glas. Das müsste dann auch reichen. So, und dann haben wir hier im Prinzip unsere ganze Lebensmittel. Unsere Samen oder sonst was. Was wir halt alles so gecraftet haben bisher. Pflanzen, Blumen. Hier haben wir noch Fackeln. Die haben hier auch nichts verloren. Die nehmen wir auch mit. So, Blumen, wohin das Auge reicht. Pfeil kommt mit. Verrottetes Fleisch. Das kann man, glaube ich, sogar auch kochen. Aber ist, glaube ich, nicht so appetitlich. Das lassen wir mal geschmeidig weg. Und Fichtensetzlinge haben wir hier ohne Ende. Okay, also dann ist das jetzt unsere Lebensmitteltruhe. Und hier so der Rest, kann man sagen. Der Rest. Das gehört dann da im Prinzip nicht rein, sondern in die andere Truhe. Genau. Dunkel ist es immer noch. Hat sich nichts dran geändert. Legen wir uns hier wieder direkt schlafen. Das war nicht gewollt. Genau so. Okay, dann haben wir... Ich brauche jetzt mein Holz wieder. Das heißt, meine Fichtenholzbretter und mein Fichtenholz, um unsere Hütte oben weiterzubauen. Schwarzeiche und so weiter. Akazienholz, das interessiert mich jetzt erstmal alles nicht. Was haben wir hier? Eine Fichtenholztür. Die zwei Stück können wir auch gleich mitnehmen. Dann können wir uns nämlich die Türen hinsetzen. Was haben wir sonst? Fichtenholztreppe ist okay. Fichtenholzzaun nehmen wir mit. Und der Rest ist jetzt erstmal irrelevant, wenn ich das so richtig sehe. Mehr brauchen wir erstmal hier nicht. Hebel, Schalter, okay, passt. Ich glaube, ich nehme die Werkbank mit nach oben. Na, mal oben müssen wir nicht immer runtersauen, wenn wir irgendwas brauchen. Genau. So, jetzt sieht es doch relativ gut aus hier. Aber immer noch nicht alles. Mein Gott, wie lange das dauert. Ist ja unglaublich.
Hier haben wir noch ein paar Fichtenholzsetzlinge. Und dann sollten wir uns eigentlich hier nochmal ein bisschen Holz craften. Damit wir versorgt sind. Den Baum fällig auch. Der sieht auch nicht so schön aus hier. So. Ach so, eine kleine Ankündigung. Ich habe vor, hier definitiv eine Sortiermaschine zu bauen. Das habe ich im Prinzip bis jetzt in jeder meiner Welten gebaut, weil mir das Ganze in die Truhe rein und raus und suchen und hast du nicht gesehen, das geht mir tierisch auf den Zeiger. Also irgendwann, wenn man halt ein gewisses, ja, eine gewisse Anzahl an Items hat und dann wird das echt, wird halt echt nervig. Und so eine Sortiermaschine ist halt dahingehend geil, weil man dann nachher im Prinzip eine Truhe hat, eine Input-Truhe, wo man alles reintut und dann im Prinzip irgendwo eine Sortiermaschine sich hinbaut, wo im Prinzip die Items in die entsprechenden Truhen reinsortiert wird. Und man weiß dann ganz genau, okay, wenn ich Eichenholz brauche, dann muss ich genau in dieser Truhe schauen und da ist dann auch nur Eichenholz drin. Und da gibt es eine echt coole Variante. Die habe ich mal mit einem Kumpel zusammen gebaut. Ich bin aber der Meinung, dass wir das auch irgendwie aus einem YouTube-Tutorial haben. Ich kann aber leider nicht mehr sagen, von wem oder was. Das ist schon echt eine ganze Zeit her. Funktioniert aber echt geil, funktioniert einwandfrei und hilft ja nachher auch ungemein beim Suchen und beim Finden von irgendwelchen Items, die man dann gerade haben möchte. Ich schaue gerade nochmal her, wie es ausschaut. Also wir sind fast komplett durch. Der hier ist noch grün und der da hinten. Ansonsten ist alles fertig. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, das machen wir später. Schauen wir mal, hier haben wir doch glaube ich noch ein bisschen Fleisch gehabt. Nehmen wir hier unser Kaninchenfleisch oder was? Was ist das? Hammelfleisch oder Kaninchenfleisch? Hammelfleisch, ja, genau. Und hier unten hatten wir nichts, genau. Und hier ist noch unser Glas drin. Das lassen wir mal in Ruhe durchbrennen. Und dann geht's hoch. Und ich glaube, ich habe die Tür gar nicht zugemacht über Nacht. Das hätte Fahrradkette, hätte uns aber eventuell das Leben kosten können. So, Tür 1, Tür 2. Gut. Was ich immer gerne mache, ich bringe immer gerne so ein bisschen Kontrast rein, indem ich zum Beispiel hier jetzt, wo die Türen sitzen, nicht mit den Brettern, sondern mit dem Holz selber so eine Umrahmung baue. Das sieht meiner Meinung nach ganz in Ordnung aus, ganz nice. Fichtenholz, ne? Genau, so Fichtenholz hier, ne? Hast du nicht gesehen? Fichtenholz. Genau, da werden wir eine Menge Holz brauchen, wenn wir, vor allem wenn wir das hier zweistöckig oder sowas gestalten wollen, dann wird das schon so ein bisschen brauchen, ne? Okay, hier machen wir mal zu. Ist die Frage, wie wir dann innen die Raumaufteilung noch machen, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ich verbrauche jetzt mal hier noch die Fackeln, damit wir hier oben ein bisschen Licht haben, auch wenn es dunkel wird. Dann können wir auch, wenn es Nacht ist, weiterarbeiten. Ja, wie machen wir hier weiter? Hier machen wir weiter, indem wir wahrscheinlich hier, also die erste Überlegung immer, wie hoch soll mein Raum werden? Also wie hoch wird dieser Raum hier, in dem wir uns jetzt bewegen? Der kann in der Regel 2 oder 3 oder 4 oder 5 Blöcke hoch werden, so standardmäßig. Das wäre jetzt 3 hoch. Und dann könnten wir noch eine zweite Etage bauen mit einer Treppe nach oben oder sowas. Da bin ich übrigens auch offen für alle Ideen. Also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt und euch einbringen möchtet, immer nur her damit. Gar kein Problem. So, dann könnten wir hier natürlich ganz normal mit den Brettern weiterbauen. Hier und hier. Ne? Könnten aber sagen, okay, ich setze am Schluss oder an den Ecken des Hauses, setze ich jeweils nochmal hier diese Holzgeschichten nochmal hin. So, und dann würde das von vorne so aussehen. Ja, ist doch erstmal nicht schlecht. Ich glaube, hier lasse ich jetzt mal
bewusst offen. Ich glaube, da möchte ich nachher Glasscheiben hinsetzen. Ich weiß noch nicht, ob bodentief oder nachher nur... Ja, das wird sich zeigen. Wenn man es bodentief hat, hat man halt den Nachteil, dass man dann im Prinzip sieht, welche Blöcke drunter sind. Die müsste man dann entsprechend anpassen. Aber ich lasse das jetzt wirklich mal bewusst offen. Einfach nachher mal, um zu testen, wie das nachher kommt. Dann hat man quasi am Eingang bodentiefe Fenster. Ist ja modern, ne? Bodentief ist gut. So. So würde die Geschichte jetzt von vorne aussehen. Ne, dann machen wir es aber doch so, dass wir wenigstens hier und hier Bretter hinsetzen. Damit wir wenigstens ein bisschen Kontrast noch haben und dann nicht alles, nicht komplett eine Glasfront danach draus wird. Hier können wir noch ein bisschen was hinsetzen. Und dann setzen wir uns natürlich hier vorne gleich ein paar Fackeln hin. Damit wir wissen, okay, Eingang. So, gut. Schon mal nicht verkehrt. Dann machen wir das doch gleich mit dem Glas. Ich springe hier gleich mal runter in unsere Glasfabrik. Da müsste jetzt einiges passiert sein, genau. Das Glas nehmen wir mit. Dieses Glas nehmen wir mit. Und dann setzen wir uns oben nämlich eine Werkbank hin. Auf nach oben. So, innen wie gesagt, das kommt dann später. Das überlegen wir uns dann später, wie das aussehen soll. Da setzen wir uns einfach ganz random einfach hier jetzt eine Werkbank hin. Machen aus unserem Glas einfach mal Glasscheiben. Und ich möchte nicht zu viel davon verbrauchen. Genau, aus 6 Glasblöcken macht man jeweils 16 Glasscheiben. Dann haben wir jetzt mal einen ganzen Stack. So, wenn ich das jetzt hier einsetze und das jetzt hier, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal unsere Glasscheiben. Und wenn ich die hier dann auch noch ergänze, dann haben wir hier bodentiefe Fenster, ne? Genau. Jetzt nur die Frage, durch was man diese Blöcke da unten ersetzen soll, damit das irgendwie stimmig aussieht. Ich glaube, da würden im Prinzip die Bretter gut reinpassen. Das heißt, wenn ich jetzt hierher gehe und Bretter reinsetze, dann würde das jetzt gar nicht mal so schlecht aussehen, hätte ich gesagt. Ja, ist okay, ne? Innen den Boden könnten wir dann natürlich auch anders noch irgendwie gestalten. Und das könnten wir später immer noch, wenn wir irgendwie lustig wären, könnten wir das immer noch ändern. Und können dann hier unten nochmal was anderes hinbauen. Ich mache das jetzt aber trotzdem auf beiden Seiten so, damit es erstmal gleich aussieht. Das heißt hier und hier. Und hier und hier. Hier und hier. Ja, wenn wir die Raumhöhe auf 3 lassen, dann ist es erstmal so okay. Ich glaube, Raumhöhe 3 ist für den Anfang in Ordnung. Spart auch ein bisschen Material. So, ne? Genau. Dann ist das jetzt quasi unser Eingang. Und ich werde hier natürlich definitiv dann noch ein Vordach hinbauen und so weiter. Da kümmern wir uns dann später drum. Mit solchen Säulen gestützt, aus Fichtenholz wahrscheinlich, Fichtenholzzaun. Das werden wir dann später sehen, wie wir das am besten hinbekommen. So, okay. Dann könnten wir uns eigentlich schon Gedanken drüber machen. Ich glaube, hier hinten in den Ecken setze ich auch nochmal Baumstämme hin, anstatt den Brettern. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Genau. Und hier irgendwo zwischendrin könnte man das dann natürlich auch so machen und so praktizieren. So, noch wären wir ungeschützt. Wenn jetzt hier irgendwas oben spawnen würde, dann würde das hier einfach drüber hopsen. Das heißt, man müsste erst 2 hochbauen, bevor man hier in Ruhe weiterarbeiten könnte. Ich mache mir mal so lange noch Gedanken, wie das Ganze dann nachher aussehen soll. Hier hinten könnte man eine große Glasfront reinmachen. Aber da ich immer noch ein kleiner Schisser bin und keine Lust habe, hier
von Mobs angegriffen zu werden, ohne Rüstung und ohne Schwert vor allem. Ich habe kein Schwert mehr, verdammte Axt. Lege ich mich hier nochmal schlafen. So, und dann gucken wir erstmal nach unserem Weizen. Weil ich glaube, das dürfte jetzt dann endlich soweit sein, dass wir hier eine Weizen-Action starten könnten. Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Keine Spur von Creepern, das ist gut. So, und dann Feuer frei. Und man sieht schon, das gibt auf jeden Fall jede Menge Weizen. Und man müsste natürlich jetzt noch überprüfen, ob irgendwas ins Wasser reingefallen ist. Aber es sieht nicht danach aus. Also es sieht aus, als hätten wir tatsächlich alles aufgefangen. Ja, sieht wirklich gut aus. Nichts daneben gegangen. Alles ins Inventar. Ne, hier unten haben wir noch ein bisschen was. Genau. So, und man sieht schon, ich habe jetzt hier 31 Weizen, habe aber 41 Weizensamen. Das ist ja auf jeden Fall mal lobenswert. Die setzen wir direkt von neu. Und die fangen auch schon an zu wachsen, so wie sich das gehört. Hey Schweinchen, weg da. So, und 9 Stück sind uns noch übrig. Das heißt, wir könnten die 9 Stück getrost auf der anderen Seite pflanzen. Und haben somit unsere Kapazität dann um insgesamt 9 vergrößert. Ich brauche dazu hier diese Hacke nochmal. Und dann flüge ich mal hier ungefähr 9 Blöcke. So, genau. Und somit hätten wir auch schon im Prinzip unsere beiden Seiten teilweise schon befüllt. Das hier wird natürlich ein bisschen dauern. Da könnte man jetzt auch hergehen und beide Seiten noch bewässern, links und rechts. Ich setze jetzt einfach mal hier davor noch einen Block, damit das Wasser nicht rausfließt. Und die 2 Eimer habe ich ja auch noch mit im Petto. Das brauche ich erstmal nicht. So, genau, dann schnappe ich mir unsere Eimerchen. Ah, und da... Ach so, schaut mal, hier wieder gleiche Geschichte. Vielleicht liegt es auch am Drüberlaufen, ich weiß es nicht. Kann es nicht sicher sagen. Aber es nervt natürlich ein bisschen, wenn man dann alles wieder von neu setzen muss. So, und ich laufe jetzt extra drüber. Und es ist wieder kaputt gegangen. Unfassbar. Wenn ich nicht drüber laufe, passiert dann nichts oder droppt er dann wieder raus? Das Feld ist auch nicht dunkelbraun. Doch, jetzt ist es dunkelbraun geworden. Okay. Also vielleicht sollten wir uns angewöhnen, nicht so arg über die Felder zu laufen. Das scheint dem ganzen Apparat nicht so wirklich gut zu tun. Dann setzen wir hier unser Weizen noch hin. Und dann haben wir hier 2 Wassereimerchen. Da könnten wir aber auch spaßeshalber einfach hier eine neue Wasserquelle machen, damit wir nicht andauernd über die Felder drüber hüpfen müssen. Gehst du bitte da raus? So. Er hat's provoziert, ihr habt's gesehen. Er war's, nicht ich. So. Das Schweinchen hat mich provoziert. Ihr seid meine Zeugen. So, und dann sind hier auch wieder fast beide Seiten bewässert. Die können wir jetzt auch wieder in Ruhe wachsen lassen, solange wir an unserem Häuschen weiterbauen. Und das ist einfach so ein Selbstläufer, läuft einfach von alleine, wächst nebenher. Wir tun so lange was anderes. Und bis das dann fertig ist, haben wir in der Zeit unsere Zeit eben sinnvoll genutzt. Und können dann irgendwann wieder die ganze Bahn abbauen und haben wieder einen Haufen Weizen. So, jetzt schauen wir mal, was wir aus dem Weizen machen können. Zum einen können wir aus dem Weizen natürlich Heuballen machen, später für Pferde und so weiter, wenn wir irgendwann einen Pferdestall bauen möchten. Und zum anderen können wir aus dem Weizen Brot machen. Brot regeneriert nur 2,5 Felder, ist aber aufgrund der Menge an Weizen, die wir nachher haben werden, wenn wir entsprechende Felder ausgebaut haben, ein recht einfaches und leicht zu craftendes Lebensmittel. Deswegen machen wir uns mal hier aus diesen 3 Weizen dann entsprechend ein bisschen Brot. So, jetzt haben wir auch 10 Brot. Und dann müssen wir nämlich nicht nur Fleisch essen, sondern können auch zwischendurch auch mal mit ein bisschen Brot mixen oder uns ein Steak mit Brot gönnen.
gönnen. Geht, funktioniert alles. Und das übrige Weizen lege ich hier wieder ab. Nee, nicht das Fleisch, sondern das Weizen. Oh je. So, genau. Kürbissamen und Kakaobohnen haben wir hier. Genau. Und diverse Pflanzen und so weiter und so fort. Alles gut. Hier in den Öfen haben wir nichts. Hier haben wir unser Hammelfleisch. Und ich gebe hier direkt wieder unser Schweinefleisch mit rein. Hier unten ist auch nichts. Okay. Dann sind wir wieder auf einem guten Stand und begeben uns wieder nach oben. Ich glaube, von hier unten brauchen wir erstmal nichts. Auf dem Weg nach oben können wir auch festspannen. So, das reicht. So, keine irgendwelche Mobs oder sowas zu sehen. Sehr gut, das ist okay. Ja, und nun könnten wir wirklich hergehen und sagen, ich baue jetzt hier und hier natürlich hoch, damit ich mit dem Glas andocken kann. Und nehme das dann hier raus. So, dann bräuchte ich ein Schäufelchen, um hier den Boden anzugleichen. So, und dann nehme ich meine Glasscheiben, von denen habe ich noch mehr als genug, und setze dann hier im Prinzip meine Glasfront rein. Oh, und das wird jetzt ein bisschen blöd. Da muss man, glaube ich, immer hier genau die Mitte treffen. Ansonsten baut er das Glas nebendran. Das ist, glaube ich, mit dem Computer mit der Maus ein bisschen einfacher wie hier mit dem PlayStation-Controller. Aber ist nicht weiter tragisch. Auch das sollten wir hinbekommen. Ne, den hat er jetzt zum Beispiel nicht verwischt. Aber man muss das schon ziemlich genau zielen. So, und das ist jetzt sowohl bodentief als auch ja, Decken hoch, wenn das Gegenteil davon sein soll. Hier haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir hier oben dann abgeschlossen haben. Hier haben wir quasi einen Sturz, kann man so sagen. Und hier haben wir dann eine komplette Glasfront, die nach hinten raus zeigt. So, okay. Dann könnten wir hier natürlich weitermachen und uns um die Decke kümmern. Das heißt, ich mache hier genauso weiter, wie wir es angefangen haben, also hier in die Ecken, und bei den Türen kommen jeweils nochmal Baumstämme rein. Und hier könnte man dann im Prinzip, müssen wir mal überlegen, was man da, gut, das wird man eh nicht sehen, zumindest von innen nicht, weil unsere Decke da hinkommen soll. Wir machen drei hoch, dann kommt auf dem vierten Block unsere Decke sozusagen. Das heißt, nee, so nicht. Ah, ich habe keine, ah doch, das war die Axt. So. Dann würden hier jetzt unsere Abschlussblöcke hinkommen. Und hier auch. Und dann wäre das hier quasi unsere Decke. Genauso. Die Decke könnten wir jetzt natürlich innen natürlich auch aus anderen Blöcken machen. Das heißt, wenn wir farblich irgendwie einen Unterschied haben möchten oder wollten, könnten wir das jetzt natürlich auch aus irgendwas anderem machen. Ich überlasse das aber dann auch teilweise euch, beziehungsweise wenn ihr da irgendwelche Ideen habt und euch mit einbringen wollt, immer gerne. Ja, und ansonsten lassen wir das jetzt erstmal so, das ist okay. Ich denke, hier werden wir dann unterteilen in den einen Teil, das wird dann, kann man sagen, so unser Vorraum. So der Eingangsbereich, so die Eingangshalle, wenn man so möchte, nach 1, 2, 3, 4, also nach dem fünften Block. Das wäre dann quasi hier, ne? Genau, laufen wir einfach hier entlang, dann haben wir es gleich. So, und das bauen wir im Prinzip jetzt bis hierher, damit wir auch wieder so einen Doppeleingang haben. Genau, und den bauen wir aber nicht irgendwie zu, sondern lassen den offen. Da kann man dann einfach so durchlaufen, ohne irgendwelche Hindernisse oder sowas. Genau, und dann haben wir hier schon mal die erste Unterteilung. Hier können wir dann was auch immer, das spielt dann eigentlich fast gar keine Rolle, da kann man dann machen, was man möchte. 1, 2, 1, 2, genau, da könnte man dann auch sagen, okay, damit hier ein bisschen Licht reinkommt in den Eingangsbereich, machen wir hier zwei Fensterscheibchen rein und
bauen dann hier weiter zu. So, und so nimmt das Ganze natürlich langsam Form an. Jetzt haben wir hier eben keine bodentiefen Fenster, sondern ganz normale Fenster. Und das machen wir auf der Seite dann auch so. So, die Axt hebt auch nicht mehr allzu lange. So. Und dann bekommt das Ganze natürlich schon mal Form. Und dann wäre auch die Überlegung, ob wir hier nicht auch lieber Baumstämme benutzen, einfach wieder ein bisschen Kontrast reinzubekommen. 1, 2, 3, 4. Die Axt macht es auf jeden Fall nicht mehr lange, genau, wollte ich gerade sagen. Aber wir haben hier noch genug. Die ist schon angefangen, die verbrauchen wir auch noch. Mal sparsam hier mit dem Arbeitsmaterial umgehen. 1, 2, 3, 4. Wobei der vierte Block unnötig ist, glaube ich. Wenn wir da die Decke drüber machen, dann ist es eh irrelevant. Aber ist mal okay soweit. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall mal so einen kleinen Eingangsbereich geschaffen. Den leuchten wir noch ein bisschen aus. Nochmal von vorne anschauen, das ganze Ding. Was wir bis jetzt hier kreiert und geschaffen haben. Ja, da ist jetzt wirklich die Frage, ob wir das so lassen oder ob wir hier auch nicht sagen, okay, wir machen das Ganze auch bis zur Decke hoch. Ich glaube, das sieht besser aus. Jetzt haben wir es gleich im direkten Vergleich. Achtung. Entweder so oder so. Ich glaube, das da macht mehr Sinn, nur aus einem Grund, weil wir hier haben wir es bodentief und haben dann nach oben hier so zwei, drei Blöcke und das sieht dann irgendwie nicht so stimmig aus, finde ich. Deswegen mache ich das mal auf beiden Seiten gleich. Und ich baue mich hier wieder zu. So, und hier auch nochmal ein paar Glasscheiben. So. Das ist doch erstmal für den Anfang nicht schlecht. Ich setze mir hier noch eine Fackel hin. Ein bisschen Licht ist immer gut. Nicht, dass mir hier nachher noch die Mobs drin spawnen. Genau, okay. Und ja, dann wäre die Frage natürlich, wie wir hier weitermachen. Hier würde ich jetzt mal, damit wir so ein bisschen von diesem Wand-Fenster-Wand-Fenster-Rhythmus wegkommen, würde ich hier mal komplett zumachen. Das heißt, ich baue hier so erstmal komplett die Wand durch. Ohne Blick nach innen. Also das heißt, es wird erstmal nicht verraten, was danach folgt. Man kann nicht sofort reinschauen. Vor allem auch hat man das dann so ein bisschen als Sichtschutz, wenn man jetzt nämlich hier, wenn jetzt jemand Fremdes kommt und könnte uns dann direkt hier in die Bude reingucken. Wobei, hier würde er so ein bisschen schon sehen, aber man kann hier nicht direkt so gleich alles einsehen, sondern wir hätten dann hier nochmal so einen getrennten Bereich. Das ist doch okay. Das passt soweit. So, Laden zu. Und Dunkelheit, ich gehe pennen. Tschuck. Schnell runter und Tür zu. So, genau so. Und schnell ins Bettchen. So, okay, weiter geht's. So. Irgendwas los hier oben? Ne, alles gut. Alles so, wie sich's gehört. Okay, sieht doch schon mal nicht schlecht aus, was wir hier kreiert haben. So eine kleine Eingangshalle mit seitlichen Fenstern, großer Glasfront vorne dran. Hinten haben wir also eine ganz große Glasfront. Und dann müssen wir hier nur überlegen, wie wir weitermachen oder was wir mit den Seiten machen. Aber ich sehe auch schon, dass uns das Holz langsam ausgeht und knapp wird. Jetzt machen wir mal eins. So. Kann ich auf Glas laufen? Na ja. Na ja. Einwandfrei. Was sagt man dazu? Okay, Eingangsbereich. Dann machen wir auch nochmal ein paar Fackeln hin. Dann haben wir hier auch nochmal ein bisschen Beleuchtung in den Innenraum rein. Ja, und dann wird es eher ein Haus mit einem Vorraum und einem großen Raum. Oder sollten wir das hier auch nochmal unterteilen? Ich glaube eher nicht, ne? Sonst wird das so ein bisschen zu beengt. Wir müssten uns aber langsam Gedanken machen, wo wir unsere Treppe reinbauen.
um dann ins zweite Stockwerk zu kommen. Ich werde jetzt eins machen. Ich baue jetzt hier auf jeden Fall mal überall zwei hoch. Somit haben wir auf jeden Fall mal Ruhe, was Mobs anbelangt. Außer die würden dann hier innen spawnen, aber das glaube ich nicht. So. Und so, genau. Jetzt haben wir eigentlich keinen Ärger mehr mit den Viechern und können uns hier in Ruhe einbauen. Hier gehe ich noch eins hoch. Und hier gehe ich noch eins hoch. Denn dann haben wir hier quasi unsere Abschlussleiste, unsere Decke.